Die Augen der Nacht sind eine Lüge. Da ist überhaupt nichts draußen. Ach ja, Folgenschnitt könnte ich mal hier machen oder so. Oder war schon. Wenn er gerade war, dann war er. Und willkommen zu Folge 62. Und wenn nicht, dann merkt euch einfach morgen, dass ihr willkommen seid. Büffel waren irgendwo hier unten. Oh ja, ich könnte Bäume anzünden. Das macht Licht. So findet man Büffel, die man die Bäume anzündet. Ja, da gibt's keine Bäume hier unten in der Steppe. Also kann ich nur hoffen, dass ich irgendwie auf was stoße. Die müssten auch im Schlaf ein paar Geräusche machen. Nee, das hilft immerhin auch. Mist, waren hier echt keine? Da. Ich habe genug für Fackeln dabei, ja. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich will Büffel finden. Da, ich höre sie. Oh, sehr gut. Okay, okay. Die ganze Herde ist hinter mir her. Die Wolle hole ich mir morgen. Lass erstmal von mir ab. Nein, 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 nein! Von Pinguine. Ob die Fackel auch den Heatstone ein bisschen auflädt? Das wäre schön. Okay, wir sind wieder zurück daheim. Okay. Letzte Reste der Fackel bewahren und ein Feuer machen. Immer ein großes Feuer machen. Also ich muss nochmal da runter und das Zeug holen, aber eigentlich will ich noch ein paar Blümchen haben, weil meine geistige Gesundheit geht gerade weit in den Boden. Oh mein Gott, Winter ist furchtbar. Wie ist hier oben? Blumen oder so? Und die Büsche, da scheint auch wieder nichts nachzuwachsen. Gar nichts. Ich brauche Sticks, Gras und Blumen. Aber im Winter werden auch wenig Blumen wachsen. Vielleicht mache ich mir einen, ja, ich kann mir einen Zylinder machen. Zylinder sind gut, oder? Ah, das mache ich gleich. Meine geistige Gesundheit ist schon, es gibt nichts mehr, was die gerade regeneriert. Eieieiei, Winter ist eine üble, üble Jahreszeit. Wo ist meine Seide? Da ist meine Seide. Komm, der regeneriert doch. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Drying Racks sind mir gerade mal sowas von egal. Vogelfleisch ist mir nicht egal. Ja, und irgendwie wachsen keine Blumen mehr. Es ist Winter. Das macht Sinn. Was aber für mich bedeutet, ich muss jetzt runter zu den Büffeln, statt oben rum sinnlos rumzulaufen. Ich muss Gras sammeln, ich muss Äste sammeln, ich muss Büffelwolle sammeln für warme Kleidung. Kann sich da vielleicht nicht auch irgendwie einen Anzug machen aus Büffelwolle? Da muss ich gleich nochmal nachschauen. Wobei ich glaube, dafür hätte ich auch irgendwie Seide gebraucht. Und diese Pinguine, die müsste man auch irgendwie töten. Und die Hasen habe ich ganz vergessen. Ach. Wie, sind die immer noch böse? Oh, Gletscher. So, wo war das? Ungefähr hier. Ja. Okay. Den Kram hätten wir eingesammelt.
Ich würde ja gerne die schwachen Büffel töten, aber die sind in der Herde ein bisschen stark. Die schwachen Büffel sind in der Herde stark, ja, das stimmt. Aber der da ist alleine. Ah, fast alleine. Na, nicht alleine genug. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die Dünger noch aufsammle. Bringt mir überhaupt nichts. Zumindest gefühlt. Im Moment. Gras wäre viel wichtiger. Und Hasen. Oh Gott, ich hoffe, die Hase in meinem Chest ist noch nicht tot. Ich prüfe das mal. War da kein Hase drin? Ach nee, den einen habe ich ja aus Versehen getötet. Okay, hier ist ein Hase. Wo ist die Falle hin? Ist sie kaputt? Sie ist kaputt. Und Hase Nummer 2. Irgendwo hier oben. Da. Ja, sehr schön. Ich habe keinen Platz im Inventar, aber den schaffe ich mir. Und die Falle setze ich gleich wieder ab. Mehr Winterhasen fangen. Okay, okay, mit diesem Thermalstein ist der Winter wirklich nicht mehr so schlimm. Das geht, das geht. Also er ist immer noch schlimm, aber nicht mehr so extrem, wie er vorher mal war. Nicht mehr so scary. Nicht mehr so angsterregend. Wie er mal war. So, ich kann mir daraus was Warmes machen für die Nacht. Und zwar... Rabbit Earmuffs. Hier, perfekt. So, den muss ich jetzt immer dran denken, auszutauschen. Tagsüber für die Sanity den Hut, nachts für die Wärme die Earmuffs. Wobei, ich glaube, solange ich am Feuer stehe, brauche ich die gar nicht anzuziehen. Dann gehen die auch nicht kaputt in der Zeit. So, was habe ich noch? Ich könnte mir hier Karotten in den Topf werfen, aber da habe ich kein tolles Rezept für. Die Bärenbüsche machen wirklich gar nichts. Ja, die machen wirklich gar nichts. Das ist furchtbar. Das hier kann ich wieder auslegen. Dann sind dafür meine Samen jetzt da. Und ich brauche neues Holz bald. Die Karotten behalte ich eher hier im Inventar. Die Blütenblätter esse ich jetzt einfach. Ich habe einen Hut. Okay. Und jetzt Wolle. Was können wir an Kleidung machen? Ein Regenhut. Da, der Beefalo hat. Ja, der ist sehr gut. Der hält uns auch warm. Mit Sicherheit. Ja, ja. Bestimmt. Der besteht aus warmer Wolle. Der muss warm halten. Will ich aber auch gerade noch nicht aufsetzen. Hebe ich mir auf. Packe ich in irgendeine Kiste und vergesse ihn dann wahrscheinlich dort. So wie das Volt Goat Horn hier, aus dem ich doch irgendwann nochmal was machen wollte. Gott, ist hier schon wieder viel Zeug drin. Und zwar Waffen irgendwie. Ein Morgenstern. Zwei elektrische Doodads, zweimal... Ja. Morning Light for a Nighttime Fight. Will ich. Okay, elektrische Doodads kosten mich 2 Gold jeweils und ein Cut Stone. Das kriege ich hin. 2 Gold, ein Cut Stone und 2 Nider. Okay. Und ich muss was essen. Oh. Davon 2. Oh, jetzt kommen wieder diese Viecher hier. Weg von meinem Feuer. Ich muss hier Kisten anschauen. Wo ist mein Gold? Habe ich kein Gold? Gold, 3. Und die hier mit meinem Feuer. Aha, ich muss die Karotten essen. Zumindest ein paar. Oh, wenn diese Viecher nicht bald abhauen, irgendwie kriege ich die doch los hier. Zack. So. Jetzt bist du doch weg, oder? Ich wollte elektrische Doodads machen. Ich brauche Cutstone. Nein, sie sind natürlich noch nicht weg. Der andere ist aber weg. Vielleicht, wenn sie es geschafft haben, das Feuer auszumachen.
Was ein Stress. Nein, ich hab nur... mir fehlt ein Gold. Ach nein. Ich brauche 2 Gold für jedes von den Dingern. Ja, die machen mein Feuer aus. Ach, so ein Mist, ey. Ah, ich hab noch ein Gold. Ja. Jawohl. Okay, okay, okay. Noch eins davon. Dann haben wir 2. Ja, Wolfgang, ich weiß, dir geht's schlecht. Aber jetzt haben wir 2 von denen. Und was habe ich gesagt, brauche ich noch? Was soll ich denn eigentlich bauen? Ich habe vergessen, was ich brauche. Das hier. Ich brauche das Horn und genau, das Horn fehlt mir noch. Da ist es. Okay, noch irgendwas im Chester? Nein. Gut. Okay, das Ding ist gut. Und es geht runter. Ja, so habe ich mir das gedacht. Das Ding sieht aber sehr gut aus. Das will ich auf jeden Fall immer mitnehmen. Und was ich habe gesagt, den Zylinder auf. Es ist Tag. Ich brauche die geistige Gesundheit. Und ich esse jetzt meine Karotten. Es tut mir leid. Aber es muss irgendwie sein. Der arme Wolfgang ist ja vollkommen am Verhungern. Ich könnte natürlich noch Hasen damit fangen, wenn ich nur das Minimum... Ah, okay. Also ich begebe mich nochmal auf die Hasenjagd. Mein Stein ist voll. Wo stehen meine Fallen? Ich habe nur noch eine. Ich muss mehr Fallen bauen. Gott, der Winter ist brutal. Und die Nächte sind furchtbar lang. Es ist gut, dass ich diesen Morgenstern habe. Sehr gut. Gerade richtig. Da sind 2 Hasenlöcher. Da kommen doch bestimmt noch mehr Hasen. Ich brauche neues Holz. Ich muss mehr Bäume fällen. Hier ist noch ein Hasenloch. Dann setze ich da eine neue Falle. Und hoffe einfach mal, dass mir da was reingeht. Oh ja, da kommt schon einer. Und da ist noch einer. Ah, eine Falle mache ich noch. Nein! Ah, vermisst. Vermisst. Zu nah ran, etwas zu nah ran. Ich wollte es schneller machen, dass er schneller reingeht. Aber bin einen Schritt zu nah hingegangen. Okay. Dann lege ich die Falle nochmal neu aus. Nein! Oh, von wegen neu ausgelegt. Kann ich die... Das war was ich ausprobieren wollte, weil ich mir nicht sicher war, ob es funktioniert, wenn ich die direkt neben so ein Ding setze. Dass der Hase da zufällig reinläuft vielleicht. Probieren wir es mal aus. Ah, hier kam jedenfalls noch einer rein. Okay. So, jetzt brauchen wir unsere Earmuffs, weil unser Hut nichts mehr macht. Und die Earmuffs offensichtlich auch nicht. Oh, Eier! Oh mein Gott, sie werden mich angreifen, ich weiß es jetzt schon. Aber ich will diese Eier. Okay, okay. Mini-Gletscher mit Eiern. Merke ich mir. Meine Zeit läuft aus. Es ist Zeit, die Folge zu beenden. Letzte Aktionen. Vogel kochen. Hasen kochen. Feuer ist aus. Und Eier kochen.
Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Rezepte gibt, die gerade besser sind, aber ich habe Hunger. Ich muss jetzt hier einfach mal ganz klar sagen, was Sache ist. Oh, I am mighty und damit endet die Folge für heute. Sie war kurz, ich weiß, aber es geht gerade nicht anders. Und dann viel Spaß, wenn es weitergeht mit Winter is Coming. Bis dann.